Hallo und willkommen zur 66. Folge von Kraut und Rüben Videospielen. In der heutigen Folge möchte ich mir einmal die C64-Konvertierung des Spielhandtitels Midnight Resistance näher anschauen. Ich habe ja Midnight Resistance in einer früheren Folge schon mal sehr ausführlich vorgestellt. Also ich habe die ja damals auch mit dem Ochs einmal komplett durchgespielt. So, hier bleiben wir. Ja. Bleib hier in der Ecke. Mensch, du musst nicht nach vorne, bleib einfach hier. So. Bam, okay. Ey, das ist selten, dass ich den schaffe ohne Lebensverlust. Die Entwickler hatten uns übrigens offenbar mit Kreissägen. Ja, und Zahnräder. Ja. Und die Bismarck. Also ich glaube nicht, dass es wirklich die Bismarck ist, weil wir nennen die halt immer Bismarck. Die hat wahrscheinlich einen komplett anderen Namen, wenn sie überhaupt einen Namen hat. Das ist die Stelle, wo man irgendwie zusammenbleiben muss, ja, weil... Ja, da darf man nicht so weit auseinander gehen. Jetzt passiert nämlich sowas. Ja. Oh! Und ja, damals habe ich glaube ich auch mal erwähnt, dass die C64-Version eigentlich eine sehr, sehr gelungene Konvertierung hatte. Und ja, und da auch Midnight Resistance damals eins meiner absoluten Lieblingsspiele von Commodore 64 war. Ich meine, man muss dazu sagen, die C64-Umsetzung erschien 1990. Das war eigentlich so ein Zeitpunkt, wo ja, der C64 kommerziell schon ja noch nicht so ganz am Ende war. Aber ich sag mal so, 1990 war es eigentlich schon abzusehen, dass nicht mehr wirklich viele gute Spiele für die Kiste kommen werden. Klar, es gab noch eine Handvoll Klassiker, die selbst 1990, selbst 1991 erschienen sind. Aber so die wirkliche Fülle an guten Spielen für den C64, ja, die war wirklich so mit 1988 eigentlich vorbei. Also generell so die Hochzeit des Commodore 64ers war eigentlich 1986 bis 88. So ab 89 ging es langsam abwärts und ja, 91 war die Kiste dann kommerziell auch endgültig tot. Und es gab so war Midnight Resistance, also das eben 1990 erschien, eines der letzten richtig guten Titel für den Commodore 64. Und ja gut, das möchte ich heute einmal kurz ja, vorstellen und auch durchspielen und werde jetzt auch einmal direkt starten. Okay, für die Leute, die jetzt erstmal nichts mit Midnight Resistance anfangen können, weil sie ja gut die alte Folge halt nicht gesehen haben oder sich einfach nicht mehr daran erinnern können, erkläre ich einmal so ein bisschen das Grundprinzip. Midnight Resistance ist halt schon ganz klar ein Run and Gun, wo ich mich jetzt eben durch neun Levels kämpfen muss, um halt eben meine Familie zu befreien. Was spielerisch bei Midnight Resistance ziemlich interessant ist, ist das Extra-Waffensystem. Und ob... Normalerweise war das ja so bei, also generell bei 80er, 90er Jahren Actionspielen, war es ja meistens so, dass man Extra-Waffen dadurch bekam, indem man halt, ja, vereinzelte Symbole eingesammelt hatte, wofür man dann eben neue Waffen bekam. Hier bei Midnight Resistance ist das ein bisschen anders gelöst. Ihr seht ja gerade den Schlüssel vor mir. Und ja, einige Gegner, die ich abschieße, hinterlassen dann eben Schlüssel. Und ja gut, die kann ich halt einsammeln und nach jedem Level kommt dann einmal eine Waffenkammer. Da kann ich dann eben für die Schlüssel halt die Schränke aufschließen und mich da eben mit neuen Waffen eindecken. Das halte ich eigentlich sogar für eine ziemlich coole Idee und auch für eine, nach damaligen Maßstäben, auch für eine ziemlich innovative Spielidee, weil dadurch eben auch so eine gewisse Taktik noch mit Midnight Resistance kommt, was ich persönlich sehr angenehm finde. So, die Waffen werden übrigens immer zufällig verteilt in den Waffenkammern. Manchmal hat man Pech, dass wirklich nur schlechte Waffen da sind. Ich habe zumindest gerade mal Nitro. Das ist meine Sekundarwaffe, die ist eigentlich ziemlich stark. Die nehme ich auch meistens mit, wenn sie da ist. Oh, hier ist ein Freileben. Und was haben wir denn noch? Ja. Ich nehme einmal das Freileben mit. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich die Shotgun kriegen würde. Ja gut, die war jetzt leider nicht dabei. Die Shotgun ist bei Midnight Resistance, also bei der C64-Version, eigentlich die beste Waffe, die man kriegen kann, weil die halt eben den meisten Schaden macht. Ich meine, ich habe jetzt gerade den Freeway-Schuss, der bei der Spielhallen-Version eigentlich ziemlich gut war. Das Problem mit dem Freeway-Schuss bei der C64-Version, ihr seht es gerade, die hat einen sehr, sehr niedrigen Schussradius, nicht Schussradius, die hat eine sehr, sehr niedrige Schussrate. Was halt ja einfach daran liegt, boah, das war jetzt aber knapp, das war jetzt pures Glück. Was natürlich daran liegt, dass der C64 eben eine sehr begrenzte Anzahl an Sprites hatte, die er darstellen konnte.
Also jetzt für die unkundigen Sprites sind halt für gewöhnlich alles die Sachen, die sich auf dem Bildschirm bewegen. Also eben, ja, die Schüsse, die Gegner, also alles, womit man so quasi interagieren kann. Und so rein theoretisch konnte der Commodore 64 auch wirklich nur 8 Sprites gleichzeitig darstellen. Ich meine, gut, der Commodore erschien 1982 und 1982 waren 8 Sprites für den Heimgebrauch eigentlich schon ziemlich gut. Aber gut, die Technik ist natürlich auch weitergegangen im Laufe der Jahre. Und da der C64 eben auch nie wirklich aufgerüstet wurde und ja, eben 1990, als Midnight Resistance für den Commodore 64 erschien, halt immer noch auf dem gleichen technischen Stand war wie von 1982, ja, war der Computer einfach schon gnadenlos veraltet. Und ja, da muss man einfach mal ganz klar einräumen, dass die ja, C64-Umsetzung von Midnight Resistance wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Ich meine, klar, es sind jetzt nicht wirklich alle Feinheiten des Original-Arcade-Automaten dabei. Ich meine, hier zum Beispiel seht ihr gerade, die Laufbänder fehlen. Also bei der Original-Automaten-Version sind ja wirklich so Fließbänder gewesen. Übrigens, hier sollte man nicht ganz so stark durchpreschen, weil wenn man hier zu schnell macht, fällt man unten ist raus. Man schneller als das Scrolling und landet unten am Bildschirm und stirbt. Ja. Das ist uns auch öfters mal passiert. Ja, so schon ein bisschen sehr häufig. Die fehlen hier natürlich, also das heißt natürlich, aber ich denke mal, dass das technisch ein bisschen schwierig gewesen wäre, die noch irgendwie umzusetzen. Und so, ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Und ja, was natürlich auch ganz klar für die C64-Version spricht, ist, dass wirklich alle Levels des Spielhallenautomaten dabei sind. Und das ist ja für ja, Spielhallenumsetzungen für den Commodore 64 jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Also man muss einfach mal sagen, vor allem auch in Anbetracht, dass der Commodore 64 1990 auch ja, kommerziell keine sonderlich wichtige Rolle mehr auf dem Markt spielte, ist das hier einfach mal eine sehr, sehr gute Umsetzung und ja, so auch meiner Meinung nach eines der besten Action-Titel für den Commodore 64. Es ist im Laufe der Jahre so ein bisschen untergegangen, was eben auch daran liegt, dass es das Midnight Resistance eben sehr spät rauskam im C64-Lebenszyklus. Und ja, die meisten Spieler eben Anfang der 90er Jahre schon auf stärkere Maschinen gewechselt haben. Boah, ich habe gerade Pech mit den Waffen. Ja, hier habe ich das Maschinengewehr, ist aber relativ uninteressant für mich. Ja gut, Nitro habe ich noch. Also langsam brauche ich wirklich mal eine stärkere Waffe. Ah. Na gut, ich nehme mal hier die Bullets mit für meine Freeway-Waffe. Ich hoffe mal, dass ich im nächsten Level langsam mal die Shotgun bekomme. Jetzt mit Level 3 kommt übrigens auch meiner Meinung nach der wirklich schwerste Level des ganzen Spieles. Ja, was einfach daran liegt, dass ich gleich von unglaublich vielen Jetpacks angegriffen werde, die ziemlich schnell sind und auch ja, gezielt auf mich schießen. Und ich meine, ja gut, erkläre ich jetzt nicht großartig, das seht... Oh, Bocke, das war jetzt pures Glück. Das war jetzt pures Glück. Und ja, ihr seht gerade diese Jetpacks, die gar nicht so einfach sind. Oh, da kommt die Nitro rein. Aber mit der Shotgun geht das schneller. Jetzt kommt gleich eine Stelle, wo ich auf so einer sehr, sehr kleinen Plattform stehe und auch von relativ vielen Jetpacks angegriffen werde. Und das ist auch meiner Meinung nach eine der härtesten Stellen des ganzen Spieles. Also damals in den 90er Jahren, also wo ich mit der True Assistance eben noch sehr intensiv geübt habe, habe ich hier wirklich echt am längsten gebraucht. Also generell Level 3, 4 und 5 sind meiner Meinung nach wirklich die härtesten Levels des ganzen Spiels. Danach wird es ein bisschen entspannter. Aber ja, das wird jetzt wirklich hart. Ich meine, hier muss ich jetzt dazu sagen, dass der Freeway-Schuss an der Stelle gar nicht verkehrt ist. Nur für den Level-Boss gleich, ja, wäre eine bessere Waffe vielleicht doch sinnvoller.
Aber gut, ich habe 6 Leben. Ja, ich denke mal, ja, da sollte jetzt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Ich bin übrigens gerade erstaunt, dass ich mich ziemlich gut halte. Also normalerweise verliere ich auf dem Weg hier hoch immer so 1 bis 2 Leben. Das ist hier momentan echt so ein umgekehrter Vorführeffekt, weil, ui, okay, kein Leben verloren, das ist tatsächlich sehr selten. Weil normalerweise kämpfe ich hier echt schlechter. Um nachzuvollziehen zu können, warum ich damals Anfang der 90er Jahre so lange brauchte, bis ich die Stelle geschafft habe, muss man halt nochmal einräumen, dass man bei Midnight Resistance, ich meine, ihr seht es ja gerade unten rechts bei den Herzchen, halt nur eine begrenzte Anzahl von Leben habe, was ja eben auch Standard war für damalige Computerspiele. Ja, ab dem Moment, wo die Leben eben alle sind, ist halt Game Over. Also ich habe kein Continue, keine zweite Chance, auch keine unendlich viele Leben oder sonst was. Ja, wenn ich bei Midnight Resistance alle Leben verloren habe, heißt das halt, ich muss komplett ohne Waffen, ohne alles, wieder am Anfang von Level 1 starten. Und ja, das war halt so der Standard bei 80er, 90er Jahren Computerspielen. Oh, Flammenwehr von Full Auto, ich habe echt Pech momentan. Ja gut, mein Nitro geht zur Neige, das brauche ich. Missiles brauche ich nicht. Na komm, ich nehme noch die Charge-Waffe mit. Der Charge verstärkt meinen Standardschuss. Ich meine, das sieht man jetzt optisch zwar nicht mehr, beim Automaten hat man sie auch optisch erkannt. Aber ja, mein Schuss ist jetzt auch ein bisschen stärker. So, der Level ist jetzt auch ein bisschen, ja, auch noch recht knifflig, was eben auch an diesen Jetpacks liegt. Oh, wobei mit dem Freeware-Schuss geht das eigentlich ganz einfach. Oh, Mist, okay. Ja, gut, erste Leben verloren, also das ist, damit bin ich eigentlich gut dabei. Also, wie ich bereits gerade sagte, normalerweise verliere ich eigentlich in Level 3 schon ziemlich viel Leben, also das heißt ziemlich viel, so 2 bis 3. Hier seht ihr übrigens auch eine Änderung, was das Level-Design betrifft bei der C64-Version im Gegensatz zum Arcade-Original. Bei der Original-Spielhallen-Version ist es ja so gewesen, dass ich halt, also eigentlich wir, ich habe es ja damals mit dem Ochs durchgespielt, dass wir halt ja von den Panzern geflüchtet sind, die von hinten ins Bild gerollt kamen, während wir die eben gleichzeitig bekämpfen mussten. Wir werden nämlich gleich von massig Panzern angegriffen und da sollte man auf gar keinen Fall stehen bleiben. Ja, die laufen, also die fahren stumpf auf einen zu und man muss sie halt rechtzeitig wegschießen. Das kann manchmal knapp werden. Das geht bei der C64-Version natürlich nicht mehr, was natürlich auch spielerisch einfach davon abhängig ist, dass ich bei der C64-Fassung, im Gegensatz zum Spielhallenautomaten, eben nicht mehr ja, nach vorne rennen kann und gleichzeitig nach hinten schießen. Also am Automaten war es ja wirklich so, dass ich mit der Spinner-Steuerung ungeachtet von meiner Laufrichtung wirklich die Schussrichtung nochmal einzeln bestimmen konnte. Also das heißt, ich konnte nach vorne rennen und dabei nach hinten schießen oder nach oben schießen. Also ich konnte unabhängig davon, wo ich hingelaufen bin, eben in alle Richtungen schießen. Und gut, das geht bei der C64-Version aus technischen Gründen natürlich nicht mehr. Weil klar, der C64 hatte eben nur einen Feuerknopf und dann eben einen Joystick, der man aber auch nicht mehr irgendwie drehen konnte, also der hat wirklich nur reagiert, ob man jetzt eben links, rechts, hoch oder runter drückt oder eben nicht. Da konnte man natürlich die Spielhallensteuerung nicht für den Commodore 64 umsetzen. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsgegner hier, der Jet, der ist zwar ziemlich leicht mit dem Nitro, was heißt leicht, aber wenn man das richtig timet, kann man die mit dem Nitro eigentlich mit einem Schuss besiegen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich schwer, sagen wir so.
jetzt habe ich vergessen, wo ich drauf hinaus wollte. Ah ja, die Steuerung. Und also die Steuerung ist am C64 in Anbetracht der begrenzten Mittel eben sehr, sehr gut umgesetzt, muss man einfach mal sagen. Und eben die Levelstellen, die mit der Steuerung eben nicht möglich gewesen wären, wurden dann eben so weit abgemildert oder umgeschrieben. Oh, meine Shotgun, sehr schön. Wurden dann eben so weit umgeschrieben, dass sie halt immer noch gut spielbar sind. Was ich halt einfach, ja, also, wie ich bereits mehrmals sagte, ich halte Metal Resistance für ein richtig gutes Spiel für den C64. Oh, Freileben. Eine sehr, sehr schöne Umsetzung einfach. Jetzt mit Level 5 kommt übrigens der ja letzte wirklich schwere Level im ganzen Spiel. Also am Anfang werde ich von so ein paar Helikoptern angegriffen, die sind doch mal recht knifflig. Aber wenn ich die besiegt habe, ja, ist der Rest des Spiels eigentlich nicht mehr schwer. Ach Mist. Mann. Boah, bin ich gerade so ein bisschen unkonzentriert. Also wie ich bereits gerade sagte, Level 3, 4 und 5 waren damals die Levels, wo ich immer am meisten gebraucht habe, bis ich die eben so weit geübt hatte, dass ich da irgendwann ziemlich sicher drin war. Aber ja, es sind halt wirklich die schwersten. Mein Gott. Jetzt lose ich hier aber ab. Ich glaube, jetzt hole ich gerade die ganzen. Ja, gut. Die ganzen Leben, die ich Level 3 gespart habe, habe ich jetzt gerade verloren. Ja. Ja, auf jeden Fall Level 3, 4 und 5 sind die schwersten Levels des ganzen Spiels. So. Aber ich muss sagen, ich finde die Musik auch sehr, sehr schön bei Midnight Resistance, also jetzt bei der C64-Version. Okay, die Stelle ist nochmal ein bisschen kniffliger. Hier bin ich von allen Seiten angegriffen, also von oben und von unten. Und habe eben auch wenig Zeit zum Reagieren. Ja, aber das war jetzt auch das Schwerste. Und aber ich muss sagen, die Musik finde ich auch sehr, sehr hübsch von Midnight Resistance am C64. Klar, gerade am C64 gibt es, was die Komposition betrifft, eigentlich schon coolere Musikstücke. Gerade der C64 hat ja viele richtig, richtig gute Musikstücke hervorgebracht. Aber das ist doch schon eine sehr, sehr solide Umsetzung der Spielhallen, des Spielhallen-Soundtracks und das finde ich schon sehr okay. Was haben wir denn? Nitro? Ja doch, ich glaube, ein neues Nitro brauche ich mal. Ein Freileben wäre ganz gut. Ich habe mich jetzt gerade echt ein bisschen blöde angestellt. Ja, okay, ein S-Charge wäre jetzt auch schön gewesen, aber ich habe keine Schlüssel mehr. Ach so, ihr seht da unten diese drei Symbole. Das sind eben diese, ja, diese Löcher für die Schlüssel. Und daran erkennt man eben, ja, was die jeweiligen Waffen kosten. Unten links seht ihr meine Schlüssel, also mein gut, momentan seht ihr nicht viele, weil die fast leer sind. Und daran könnt ihr erkennen, wie viel Schlüssel jetzt ich jetzt benötige, um irgendeinen Schrank aufzuschließen. Was übrigens schön ist, dass die Ladezeiten angenehm kurz sind. Zumindest bei der Diskettenversion, die ich ja glücklicherweise habe. Ja, also ich meine, auch wenn jeder Level nachladen muss, hat das halt, weil das Ding eben auch einen Schnelllader hat, also das Originalspiel. Ja, bleibt man trotzdem eigentlich so im Spielfluss drin, ohne dass man da jetzt wirklich rausgerissen wird. Ich meine, ich habe ja in den letzten Folgen schon ja mehrmals gesagt, dass einige Spiele wirklich sehr, sehr lange Ladezeiten hatten. Und ja, ich verweise hier nochmal auf Bangkok Nights.
Und dass so sehr lange Ladezeiten einen schon so ein bisschen aus dem Spielfluss reißen können. Wer sich übrigens wundert, warum ich mich hier am Boden lege, ja, ihr seht ja gerade unten, dass auch diese krabbelnden Gegner kommen und ja klar, die kann ich natürlich aus dem Stehen nicht abschießen. Ich meine, ich kann natürlich schräg runterschießen, aber so ist es halt schon, ja, ein bisschen leichter und auch sicherer. Die Zahnräder, die ich übrigens die ganze Zeit bekämpfe, sind bei der Original-Spielhandfassung übrigens ziemlich schwer. Ich habe ein bisschen Angst vor den Dingern. Völlig verständlich. Aber es klappt gut im Moment. Also man kann das eigentlich auch mit einer schwachen Bewaffnung schaffen, weil man dann irgendwie so das Timing abpassen muss, um unten durchzukriechen. Ja. Ist aber friemlich, gerade bei dreien, und deshalb versuchen wir eigentlich die Dinger so schnell abzuschießen, dass wir nicht in diese Situation kommen. Hier sind die halt sehr einfach, was aber eben auch in der technischen Begrenzung des C64ers liegt. Hier an der Stelle gab es bei der Original-Spielhallen-Version übrigens einmal eine ganz kurze Zwischensequenz, wo halt ja, die Story des Spiels nochmal ganz kurz vertieft wird. Die kann man übrigens nicht abbrechen. Nee. Wenn man es häufiger spielt, fängt die irgendwann an zu nerven. Geringfügig, ja. Ich weiß nicht, warum der Bösewicht gleich noch die Oma entführt hat. Ich meine, so den, weißt du, den Opa und so, der, ja, der, gut, ist, der ist Wissenschaftler. Da würde ich es noch verstehen, aber was will er denn mit der Oma? Ob das bei der C64-Version jetzt aus Speicherplatzgründen oder aus Zeitgründen oder aus technischen Gründen entfernt wurde, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, es stört jetzt auch nicht, dass es fehlt. Also ich muss dazu sagen, ich kannte ja die Spielhallen-Version damals noch nicht, wo ich die C64-Version intensiver gespielt habe. Und da ist es mir nicht einmal aufgefallen, dass hier was fehlt. So, jetzt kommt übrigens mein absoluter Lieblingslevel. Nitro ist voll, Munition brauche ich. Also der ganze Level besteht eigentlich fast nur noch aus Endgegner. Und ja, ich muss jetzt einfach gegen so ein riesiges Schlachtschiff kämpfen, was echt mein absoluter Lieblingslevel mit Nitro Resistance ist. Ach so, wer sich übrigens wundert, dass ich in der diesmaligen Folge nicht die Originalverpackung von Nitro Resistance gezeigt habe. Also normalerweise zeige ich ja ganz gerne die Verpackung, die Anleitung und alles. Das habe ich in der diesmaligen Folge nicht gemacht. Was halt schlichtwegs daran liegt, dass ich die nicht mehr habe. Nitro Resistance war Anfang der 90er Jahre eines der letzten C64-Spiele, die ich mir gekauft habe. Und ja gut, wie bei vielen Spielen aus der damaligen Zeit, also die ich mir damals kaufte, habe ich im Laufe der Jahres die Disketten behalten, aber leider die Verpackung im Laufe der Zeit verschlammt. Ist natürlich auch sehr, sehr schade, weil ich eben auch relativ viele Spiele hatte. Und ja gut, von Nitro Resistance habe ich leider die Originalverpackung nicht mehr. Sonst hätte ich die auch ja gerne nochmal vorgestellt. Aber gut, zumindest die Original-Diskette läuft noch. Nach 30 Jahren, was mich da, ja 27 Jahren, was mich teilweise echt wundert, dass diese alten Datenträger echt noch so lange gehalten haben. In dem Level mag ich übrigens die Atmosphäre. Ich meine, klar, grafisch gibt er nicht so viel her. Ich meine, es ist eigentlich nur schwarzer Hintergrund mit einem riesigen Schlachtschiff im Vordergrund. Aber ich finde in Verbindung mit der Musik und dass man eben auch das Gefühl hat, jetzt wirklich komplett auf sich alleine gestellt, ja, sich eben nachts gegen so ein Imperium zu stellen, ja, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut an diesem Level. Und ich finde, gerade in diesem Level kommt dieses Gefühl sehr schön rüber. Ist wahrscheinlich jetzt einfach ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Aber so atmosphärisch gefällt mir der Level echt am besten.
Wer sich jetzt übrigens wundert, warum ich jetzt eben nicht mehr gekauft habe, beziehungsweise mehr Schränke aufgeschlossen habe. In dem Level jetzt muss ich mit insgesamt 6 Schüsseln rauskommen, um das finale Ende zu erreichen. Also um das vollständige Ende zu erreichen. Moment. Weil in dem Level hier nach kommt einmal die Waffenkammer, wie immer, wo ich allerdings meine Familienmitglieder befreien muss. Und da brauche ich halt pro Familienmitglied eben einen Schlüssel. Aus dem Grund versuche ich halt immer mit möglichst vielen Schlüsseln schon mal in diese Level reinzugehen, damit ich halt hier ja einfach schneller durchrennen kann. Jetzt müsste ich mir jetzt eine Weile auf dieser Leiter aufhalten, um halt erst alle Schlüssel zu sammeln, um dann weiter zu rennen. Aber da habe ich ehrlich gesagt selten Spaß dran, deshalb versuche ich meistens schon mit möglichst vielen Schlüsseln in diese Level reinzukommen. Außerdem habe ich Nitro, das sollte eigentlich gut machbar sein. Ja, ich habe noch 6 Leben, also da bin ich jetzt eigentlich auf der sehr sicheren Seite. Abgesehen davon, dass ich mich in Level 5 gerade so ein bisschen blöde angestellt habe, komme ich gerade eigentlich sogar ziemlich gut durch. Ich habe jetzt auch Glück mit den Freileben, dass ich ziemlich viele Freileben gesammelt habe. Und die Homing Missiles, die brauche ich im nächsten Level. Da sind die super praktisch. Einmal den Bruder. Zap. Die Schwester. Der Opa. Und die Oma. Und weiter geht's. Jetzt kommt auch schon der finale Level. Ja, die letzten beiden Levels von Midnight Resistance schwächeln meiner Meinung nach so ein bisschen. Gerade bei der C64-Version, weil da technisch auch so leichtere Abstriche gemacht werden mussten. Allerdings sind es halt wirklich auch die originalen Levels des Automaten. Was ich hier bei der Spielhallenversion sehr, sehr schick fand, ist, dass die teilweise das ganze Bild mit diesen seltsamen Gesichtern, die da voll war, die dabei noch so sehr bizarr lachen. Wodurch der Level schon eine ja, sehr skurrile Atmosphäre bekam. Klar, das war auf dem C64 technisch nicht mehr möglich. Nichtsdestotrotz ist die Level eigentlich gut umgesetzt. Aua. Ich finde trotzdem, die letzten beiden Levels schwächeln halt so ein bisschen. Aber da die eben auch sehr, sehr kurz sind, ist das auch absolut verkraftbar. Also das würde ich im Spiel jetzt nicht mal negativ auflegen. Sondern, ja, wie gesagt, die Levels sind zu kurz. Och Mist. Die Levels sind einfach zu kurz, als dass es stören würde. So, und der finale Boss. Aber auch ziemlich leicht. Und ich bin durch. Sehr schön. Und noch Heldenpose. Ja gut, damit habe ich Midnight Resistance auch abgeschlossen und bin jetzt ja, komplett durch. Habe alle Familienangehörigen befreit und ja, habe eben somit das beste Ende erreicht. Wer sich jetzt übrigens fragt, ob es noch irgendwie ein schlechtes Ende gibt, also was denn jetzt passiert, wenn ich jetzt nicht alle Familienmitglieder mitnehme, da gibt es jetzt kein extra schlechtes Ende für. Die Familienmitglieder, die man halt zurücklässt, weil man halt so wenig Schlüssel hat, die stehen dann einfach nicht herbei. Okay, soweit zur Commodore 64 Umsetzung von Midnight Resistance. Ja gut, wie ich bereits während des Spiels mehrmals sagte, doch eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Klar, der Zweispielermodus fehlt natürlich, aber man muss natürlich auch bedenken, der Commodore 64 hatte gerade mal 1 Megahertz, während der Spielhallenautomat natürlich schon ein bisschen kräftiger war. Und ja, daran gemessen ist das einfach eine sehr, sehr schöne Umsetzung, auch sehr gut spielbar. Und ja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass Midnight Resistance heute als Klassiker gilt. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass das Spiel eben erst 1990 erschien. Und das war so ein Zeitpunkt, wo eben auch viele Spieler mittlerweile auch zu stärkeren Maschinen überwanderten.
Ich habe am Anfang schon erwähnt, so 1990, 1991 spielte der Commodore 64 jetzt auch keine allzu große Rolle mehr, also keine sehr starke Rolle mehr auf dem Videospielmarkt, Computerspielmarkt. Und ja, ich denke mal, dass Midnight Resistance deshalb eben auch ein bisschen untergegangen ist. Sehr, sehr schade, weil doch eine sehr, sehr gute Konvertierung und meiner Meinung nach eines der wirklich besten Action-Titel für den Commodore 64. Aber gut, das habt ihr ja gesehen. Deshalb ja, schließe ich das Thema Midnight Resistance jetzt auch endgültig ab. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.